Haben Sie sich schon vorbereitet auf den Weltuntergang? Nein? Dann ist es aber Zeit. Am 21.12.2012 ist es soweit. Zumindest sagt das der Maya-Kalender, wie einige behaupten. Diese Maske und mein Zelt können mich vielleicht retten, wenn da ein schweres Erdbeben kommt. Wie viel Chance geben Sie mir, diesen Weltuntergang zu überleben? Ich denke dabei an Jesus. Er sagt, niemand kennt die Stunde, in der die Welt untergeht, nur der Vater im Himmel. Also, ich vergesse das lieber mit dem 21. Dezember 2012. So wie ich Jesus verstehe, kann mich der Untergang der Welt überraschend treffen. Spätestens dann, wenn ich sterbe. Und dann habe ich wahrscheinlich keine Zeit mehr, mir ein Zelt herzurichten oder die Gasmaske bereitzustellen. Was ist dann? Dann vertraue ich auf den, der das Ende der Welt überdauert und der dann auch die Macht hat, mich zu retten. Denn ich baue auf die Worte Jesu, der sagt, wenn die Sterne vom Himmel fallen, dann werdet ihr mich sehen, wie ich komme mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels.